Hallo Leute und herzlich willkommen zurück auf The Joecraft. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge All the Mods. Nicht, dass ihr es vergesst, donnerstagsabends sind wir immer live, ihr Lieben. Und wir waren jetzt letzten Samstag live, hatten einen Suchtstream gemacht und einiges geschafft. Das wird heute eine sehr krasse Folge, weil wirklich viel passiert ist. Wir haben einmal ein richtig, richtig gutes Schwert gemacht zu Beginn. Anschließend ein Wither geklatscht und wir haben etwas Krasses gebaut. Wahrscheinlich habt ihr schon bei RGB gesehen, aber jetzt seht ihr einmal, wie wir es gebaut haben. Viel Spaß! Und du sagst jetzt, du möchtest ein Inferium-Klinge machen. Da lasse ich dich jetzt einfach mal werken. Eine Supremium-Klinge. Also Supremium. Ich habe jetzt gerade hier so Ingots reingemacht in die Schmelze. Das sind die besten Ingots, die es gibt. Oh, das, ja. Das ist das Material, aus dem auch diese Supremium-Rüstung ist. Geil. Ja, ja. Und damit hat dein Cleaver doppelt so viel Schaden. Junge, Junge. Also nochmal doppelt so viel. Ich glaube, das ist wie die Marke Supreme. Also guck dir das mal an. Rot und ein Ziegelstein, den man sich kaufen kann für sehr, sehr viel. Also ob das wirklich von da ist, ist die Frage, aber... Ich kann gießen? Darf ich gießen? Wenn alles geschmolzen ist, dann hau raus, ja. Darf... RGW? Hm. Du hast noch einen gut bei mir. Mach mal einen Critical Hit. Ich glaube, ich brauche keinen Critical Hit damit. Ach du Scheiße, ist das nicht riesig? Das war jetzt kein Crit. Oh, das geht aber. War jetzt nicht so schön. Soll ich nochmal mit Crit versuchen? Ja, mach mal mit Crit. Also, bist du wieder voll? Ja, warte. Das hat sogar Beheading 2. Okay, ich glaube, damit wird es relativ... Beheading ist Kopf abschneiden. Autsch. Na dann. Das hilft. Und wenn ich dich jetzt kille, kriege ich vielleicht einen Kopf von dir. Ja, lass uns mal versuchen. Pass auf, komm. Okay. Kopf erhalten. Ja, ich habe einen Kopf von dir. Okay, ich will aber auch. Hier ist meine Trophäe. Jetzt bin ich dran. Ich will auch Kopf. Nee, mir wird kein Kopf abgeschnitten. Doch, klar. Nö. Doch. Nö. Da darfst du mich nochmal killen. Wieso denn? Nein, ey. Wir finden dafür eine bessere Lösung, Joe. Ich habe 20 Level. Ich habe jetzt keine Level. Ja, du wolltest doch gekillt werden. Ja, außerdem hatte ich noch einen gut. Ja, okay. Ja, dann auf den Nenner. warte. Ich wollte noch kurz eine Sache machen. Okay. Ich wollte noch kurz eine Storage Cell machen. Da-dam, damit unser E-System wieder ein da-dam, bisschen. Alter, allein dieses riesige Schwert. Das ist so richtig wie im Anime, wenn die Leute so ein riesiges, gigantisches Schwert haben. Ich frag ja. Hallo, so hallo, Schadu! Komm hin. Nein, hier hin. Hier hin, bitte. Bitte, RGB, vertrau mir. Komm her. Komm jetzt, stell dich hier hin. Gut, fertig. Seht ihr, Leute? Ich hab's gemacht. Ich hab RGB um die Ecke gebracht. Oh, Mann. Oh Gott, ey. Ja, der Chat wollte, dass ich dich um die Ecke bringen soll. Diese Schmerzen. Ich hab eine Corrupted Chorus Fruit gefunden, mit der man für ein paar Sekunden durch Wände gehen kann. Echt? Können wir die auch machen? Weiß ich nicht, hier. Beschreibung. Oh mein Gott, wie OP ist das denn? Holy shit! Nice, ne? Aber ich werde auch wieder zurückteleportiert. Holy shit, das war ja cool. Hast du jetzt gegessen? Ja, wollte ich ausprobieren. Achso, ich dachte, wir können vielleicht versuchen, die anzubauen. Aber so geht's natürlich auch. Au. Oh, das ist nice. Sag die doch. Da ist ein Place. Danke fürs Licht. Ich habe immer noch keinen Kopf. Mach ich mir Sorgen? Naja, die sind halt schon selten, ne? Selbst mit Beheading sind die wahrscheinlich jetzt nicht so ultra häufig, würde ich mal. Okay. Ja, mit einer Enderperle und einem Obsidian könntest du nochmal eine Beheading-Stufe erhöhen. Joe. Alles gut. Ich geh jetzt erstmal auf Witherjagd. Das ist dann nicht dein Ernst, oder? Was? Was? Ist nicht dein Ernst. Weißt du, was hier gerade am Boden lag? Ein Wither-Skeleton? Ein Kopf? Wither-Skeleton-Skull, ja. Ich dachte, es ist dunkel. Ups.
Die Frage ist, ich finde hier wahrscheinlich. Du hast wahrscheinlich hier in deinen Mining-Gängen schon alles mitgenommen, oder? Im Regel ja. Oh, ich hab doch, wir haben jetzt zwei, wir haben vier. Oh. Sehr gut. Nice. Ich hab drei in meinem Inventar. Okay, sehr gut. Sehr schön! Dann kommen wir jetzt zurück. Drop of Evil? Ja? Ich gebe dir einen Tipp, was du damit nicht machen solltest. Du solltest den nicht in die Hand nehmen und einen Rechtsklick irgendwo hier auf die Wiese machen. Darf ich? Weit weg. Weit weg. Jetzt bin ich gespannt. Also in der Nacht wäre es, glaube ich, witziger, aber... Darf ich? Oh je. Oh, es ist am Tag wirklich nicht lustig. Schade. Wieso? Na, hier auf diesem, auf diese Cursed Earth ist die Mob-Spawn-Rate um 1000% erhöht. Ja, ist das super. Können wir das jetzt abbauen? mit Silk-Touch. Oh. Oder ist das halt weg? Also du kannst es halt natürlich abbauen und dann ist es wenigstens weg. Ja, komm, lass uns mal eben das hier korrigieren. Ich glaube, es gibt es nur für Partner. So, und jetzt hat das... Ja, genau, Behealing 3. Jetzt ist nochmal die Chance erhöht für Gott Köpfe. Auf, lass uns den Wither klatschen gehen, Leute. Meine Güte. Okay, dann ab in die Farmwelt, ne? Jo. So schwer kann der ja nicht sein, ne? Warte mal. Ist ja nur der erste Endboss. Aber wir haben den zweiten Endboss schon geregelt. Leute, der darf nicht so kompliziert sein. Wir wollen ja den Chaos-Drachen machen. Ja, es wäre natürlich schlauer gewesen, wenn du jetzt die Death Fruit gegessen hättest. Weißt du was? Oh. Weißt du was, Herr GB? Einen scharfsinnigen Verstand. Joe? Ja? Kannst du in die Farmwelt kommen? Warum? Möglicherweise hat ein Creeper gerade das Portal hier gesprengt. Auf der anderen Seite. Okay, dann mache ich jetzt Pause, Leute. Joe? Ja? Könntest du vielleicht kurz... Ja? Okay. Kommen, ja, ich komme. Portal Tschüss. So ein Wichser. RGB, ich höre gerade, ich muss den Stream leider abbrechen. Ich stream nächste Woche Donnerstag weiter. Ja, natürlich. Nein, Spaß, ich komme. Au! Oh, jetzt das Spiel abgestürzt. Da muss ich warten, bis das Spiel neu gestartet ist. Ach, come on! Das war jetzt auch ernsthaft gemeint. Also müssen wir wirklich warten. Ja, du kannst ihn irgendwie unter dem unter dem Portal einsperren oder so, aber wir werden es auch so überleben. Okay, das Portal ist jetzt oben. Das Portal ist jetzt oben, also oberirdisch. Ach so. Hat ein neues erzeugt? Ja. Oh, lol. Ja, wollen wir? Ja, gut. Ja, hast du alles? So, nochmal ein Burger rein snacken. 1, 2, 3. Wir? Nein, nicht hier. Piep. Nicht hier. Piep. Piep. Ups. Hallo. Oh, also ich würde jetzt kurz weggehen, wenn der explodiert. Ja, stimmt, das ist eine gute Idee. Das war nicht schlau, Joe. Das war gar nicht schlau. Warum? Weil der jetzt hier irgendwann in der Decke rum. Hättest du mal was gesagt, RGB. Junge, der soll mal ruhig bleiben. Easy. War ja nicht schwer. Okay. So. Ja gut, dann lasst es gehen. Ich bin Consuela, ich hab sauber gemacht. Hast du aus dem Nether Stuff? Ja. Okay. Ich fand das leicht. Also ich meine, ist kaum was passiert, Leute. Easy. RGB, warte mal ganz kurz. Stopp, bleib beim Stehen. Die Zuschauer sagten zu Recht, soll ich noch was eben ausprobieren. Nee.
Ein Klick. Okay. Ja, hat ordentlich Schaden gemacht. Mehr als vorher. Hast du irgendwas gemacht? Ne? Ich hab einen Deathroot gegessen. Oh lol. Ja, was denkst du, warum ich den Wither gerade so schnell klatschen konnte? Ich arbeite wissenschaftlich. Hauptquelle Wikipedia. Ja, ich habe, es ist ja Fakt, dass das so und so ist. Wo haben sie das her? Ja, das hat auf jemand auf Facebook geschrieben. Ja. Wenn auf Facebook immer steht, ist es nicht Fakt, es ist Fake. Ja, schon. Also, ich bin ganz ehrlich, im Grunde geht es bei den ganzen Corona-Maßnahmen darum, Menschenleben zu retten und so unangenehm die für uns auch sind, ne? Wobei für uns jetzt wahrscheinlich weniger unangenehm als für andere, das muss man natürlich auch sagen, dass wir hier von einer ja, sehr ganz kurz eben was sagen, RGB, zum Thema, das passt gerade so gut zum Thema, ne? Behauptung und Sachen. Alle behaupten, trink Milch, dann hört der Effekt auf. Rate mal, was Milch nicht macht. Also, Death tut doch nicht gut. Ja, der Effekt bleibt. So viel zu dem Thema. So viel zu dem Thema. Alle sagten immer, mit Milch kann man den Effekt rückgängig machen. Nö. Tja, Leute. Ja. Joe? Ja, jetzt muss ich leider erstmal 3 Minuten, habe ich jetzt ganz verrückte, wilde Effekte. Ja, ich habe hier ein Problem, Joe. Okay, was wäre? Schau mal. Ich habe hier das Crafting-Rezept reingelegt für einen Snow Globe. Ja? Globe heißt der. Ja. Magical Snow Globe. Schau mal, ob ich das wirklich richtig reingelegt habe, aber er funktioniert nicht. Oh, ich weiß auch schon warum. Wegen, du hast den warum? Falschen, du hast den falschen Netherstaller ausgewählt, ne? Oh, hast du es so schnell gemerkt, scheiße. Ha, ha, ha. Okay, dann sag mir, sobald der Ocean, jetzt müsste der Ocean eigentlich schon haben, ne? Warte, warte. Okay. Schauen wir mal, ob Ocean jetzt schon hat. Wurde durchgestrichen, ja. Visited. Wie viel haben wir jetzt insgesamt? Achso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Eigentlich brauchen wir nur noch Jungle, Sandy, Snowy, Swamp. Wir können es End eben schnell gehen. Komm, Zacki. Ins End? Nee, das End ist viel, viel aufwendiger. Nee, hier, lass uns mal. Andere. Nee, nicht End. Ich meine, so Swampy und so, das finden wir alles. Ja, ja, genau. Wir haben doch hier Teleporter. Ich fahr hier mal rum. Teleporter? Ach so, mit den Teleporterinos. Ja, okay. Das geht doch viel zackiger. Ja, okay. Aber haben wir da irgendwas Richtung Swamp? Ja, Jacker. Okay. Bist schon weg? Also Jack Zerark, oder wie? Mhm. Okay. Okay, jetzt zeigt das Snow Globe gerade nichts mehr an. Aber er leuchtet jetzt so ganz magisch. Ja, er leuchtet. Er ist fertig. Nice. Ach, das war's schon. Ja. Geil. Und jetzt? Ja, jetzt kannst du mal geben. Ne? Darf ich ihn platzieren oder ist das schlecht? Ich weiß nicht, ob das schlecht ist. Ich gebe ihn dir besser. So, also das ist jetzt die Quantum Query. Mhm. Und die zeigt einen Grid-Power-Wert an. Also ich bin sehr gespannt. Der ganze Chat hat gesagt, nee, die braucht keinen Grid-Power. Wir werden sehen. Mhm. An jeder Seite ein. Hast du mal Baumaterial, dass ich hier hochkomme? Ich habe 2 Cobblestone. Ja, reicht. Falls sie die reichen. Einmal hinsetzen. Okay, 0 RF. Hast du? Sieht gut aus. Okay. Wenn da steht 0 RF, heißt das, dass wir die quasi betreiben können, oder? Ja. Es ist sogar noch... Maschallah. Warum? Okay. Man kann hier... Ich sag dir jetzt, was man machen kann. Mhm. 3 Sachen und du sagst dann jedes Mal, was du denkst, okay? Okay. Man kann einen Filter reinlegen, der alles automatisch zerstört, das man nicht in den Filter gelegt hat. Ja. Man kann ein enchantetes Buch einlegen, wie zum Beispiel Glück 3. Und man kann einen Biommarker einlegen, mit dem man sich noch ein Biom aussuchen kann. Ist das geil. Ja komm, spack's an das Ding. Komm hier, Kiste und dann das mal hier. Lass kracheln. Ich würde hier ein Ender... Ja, ich würde hier aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn wir da ein Glückbuch reinpacken, dass das 100 mal so viel Strom verbraucht. Lass uns doch erstmal das Ding anwerfen, Junge. Ja, ich bin ja schon dabei. Also die braucht offiziell gerade nur 4000. Ach, ja. Hm? Also die braucht 4000 F pro Tick. Weißt du, warum die 4000 braucht?
Nee. Weil ein Anschluss nur 4000 Gramm. Ah, ja dann. Wir haben drei. Wir müssen mehr HV-Anschlüsse dran machen. Ja, ist doch kein Problem, wir haben doch drei. Dafür haben wir doch die ganze Zeit. Okay, RGB. Lol. Warte mal ganz kurz eben. Lass uns kurz die Query anhalten. Also mach mal gleich bitte kurz aus. Lass uns das jetzt sinnvoll planen. Ich möchte erstmal gucken, wie die mit 12.000 arbeitet. Okay. Ja, die Kiste ist gleich voll. Wäre es nicht sinnvoll, dass wir mal gleich eben von vornherein sagen, wie die eingestellt sein soll? Achso, das heißt ja gerade Stein erbaut. Ah ja! RGB! Es funktioniert! Funktioniert. Ah, okay, es funktioniert. Sehr gut. Soll ich bei Eisen schon mal ein Void-Upgrade reinmachen? Ich würde bei Eisen allgemein ein Upgrade reinmachen, dass wir ganz, ganz viel zur Verfügung haben. Ja, genau, aber erstmal. Also, wir sollten eigentlich die ganze Wand mit Void und anderen. Ja, das. Sonst überlege ich gerade, ob wir erstmal auch auf Obsidian warten. Dass wir auf jeden Fall Obsidian hier schon mal fest haben. Dann können wir ganz viele Void. Wir haben Obsidian für ein bisschen. Ja. Jetzt einfach hier einfach einbauen können. Oder so. Wir extenden gleich die Fabrik. Auch nochmal die nächste Reihe erstmal. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Weiter. Ja, ja, ich mach erstmal die mittlere Reihe weiter, auf der ich gerade baue. 10, 11 ist der Mittelpunkt. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Also ich würde jetzt hier an deiner Stelle ums Eck gehen vielleicht mit der Vorwand. Nein, wir machen erstmal die komplette Wand. Ja, aber das ist auch übersichtlicher, Joe. Wenn man hier so steht, dann sieht man von hier quasi auch ums Eck dann. Also ich würde tatsächlich eine Ecke da machen, wo du jetzt bist. Ich zeig dir, wie das geht. Es gibt diese Blöcke hier. Warte. Es gibt welche Blöcke? Diese hier, die nennen sich Trims. Und da kann man... Oh, jetzt habe ich den einen aus Versehen Birch gemacht. Und das ist wie so ein Kabel quasi. Da kannst du jetzt hier den Storage Controller dran schließen. Danke, das wollte ich wissen. Das wollte ich wissen. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ich wusste gar nicht, dass man mit Shrimps die ändern kann. Aber gut zu wissen. Kannst du eben schlafen? Na, eigentlich können wir auch Cobblestone und sowas auch mit rausziehen. Ja! Ja! Nein! Was? Dann müssen wir jede. Oder? Achso, du hast jetzt wahrscheinlich Folgendes vorgestellt, ne? Hier kommt ein Slave hin. Ja? Guck mal. Ja. So, hier drauf. Und jetzt würde ich die Trims nehmen und dann einfach das hier machen. Genau. Glaubst du, das geht? Ich wüsste nicht, warum es nicht gehen sollte. Ja, dann finden wir es raus. Okay, nee, das finde ich die eleganteste Lösung. Warum hast du den Controller dann nicht genau in die Mitte gepackt? Weil wir müssen ja von hier aus noch einen Abzweig machen für eine Chest oder einen Mülleimer oder whatever. Ich meine, man sieht das ja später eh nicht mehr. Ja. Naja, gut, ich meine, es läuft jetzt erstmal, wie es läuft, ne? Ich bin sehr gespannt, was nächsten Donnerstag hier passiert sein wird. Der wird durchlaufen. Ach du Scheiße. Ja, okay, also das wird belastend hier mit den Seeds. Ja, das sagte ich dir doch. Wenn jeder Kack-Seed hier eingespeichert wird. Ach, auf einmal? Ja, das sollte man theoretisch löschen, aber... Ja, wie? Naja. Ja, wir lassen ihn jetzt erstmal vorlaufen und gucken, was alles bei rumkommt. Die wichtigsten Sachen sind ja da. Ja, ich hab dir aber ja gesagt, dass das Seed ein Problem gibt. Also genau, ich glaube, dass das halt alles zackig voll geht hier. Deshalb meinte ich, das sind viel mehr Items, als du denkst. Wir können ja noch kurz Folgendes machen. Was denn? Hängen hier eine Trashcan hin. In der Priorität minus 10 und sagen Insert. So. Das heißt, sobald alles voll ist. Und sobald alles voll ist, müsste das rausgehen. Können wir nicht einen Filter für all solche Sachen machen, wie die Seeds oder so? Ich meine, wie viel passt denn also ein Filter rein? Nicht schmelzen. Leute, das mit dem Schmelzen ist wurscht. Hat RGB ja gesagt, das ist doch egal. Lass es durchlaufen, dann haben wir was. Ja.
Ergeb hat es euch gesagt, es ist egal. Also es macht jetzt keinen Unterschied. Wir haben ja eh unendlich. Wenn wir mal ganz schnell ganz viel brauchen, dann macht das am meisten Sinn. Kann man Eis und Gold zusammenwerfen? Obwohl, da ist gar nicht viel zusammengekommen. Weiß ich gar nicht. Magma-Knochen spammen ist nicht so cool. Sonst kriegst du ganz schnell einen Timeout. Oh, oh. Ja, wenn man fünfmal direkt hintereinander gespammt wird. Ja. Aber das Ding ist fett geworden, ich sag's dir. Ausrufezeichen Hype, Leute. Jetzt möchte ich nochmal hier Konfetti haben.